Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zwischenschub. Ich habe mir überlegt, wie ihr auch in der letzten Episode hier gesehen habt, es ist mal wieder Zeit für Legend of Zelda. Wieso kommt man überhaupt jetzt hier? Ach, The Legend of Zelda, long ago, again, Prince, Darkest Hour, bla bla, ich kann das alle lesen. Oh, ich habe hier schon angefangen? Das ist ja auch mal cool. Ja. Kurz und knackig, wir sind drinne. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hier. Das war ja... Das Spiel ist ja 1986 rausgekommen. Anhand der Grafik könnte man schon sagen, dass es für heutige Spielverhältnisse doch ein bisschen zu pixelbelastet ist. Wir wollen uns hier aber nicht dran rumirren. Und wir gehen einfach mal in eine Höhle. Da brennt was. Wir können ja nichts tun. Und oben habt ihr eine... Guck mal, da oben ist ja so eine Map. Das ist aber aktuell gerade, wo wir so uns befinden. Und wenn wir hier mal kurz mit Zelda, wollte ich schon sagen, mit Link hier nach links begeben, haben wir... So, wir haben jetzt nicht wieder Legend of Zelda Breath of the Wild unendliche Möglichkeiten hier. Wir sind natürlich... ich bin nur links gegangen, nicht oben gegangen. So. Wir haben hier begrenzte Möglichkeiten. Und wenn ihr seht, wir sind da, jetzt sind wir wieder eins weiter oben. Wow, immer verreckter hier, guck mal hier. Oh. Hey. Ein Herz haben wir so bekommen, weil wir eins... Ey. Shit. Und es ist eigentlich gar nicht mal so einfach hier den Überblick... Aber was ist denn los? Genau. Nein. Und diese Flugdinger, die kriegen wir eh nicht. Die werden uns nur Leben abziehen. Da werden wir ein bisschen anderweitig vorgehen müssen. Also irgendwie müssen wir durchkommen. Ich habe das Spiel hier schon ein paar Mal ausprobiert und es ist echt nicht gerade ohne hier. Die Dinger auf jeden Fall, die kriegen wir hin. Das ist shit. Wir müssen einfach nur... Ein halbes Leben, da kommen wir nie hin. Shit, jetzt sind wir tot. Sauber! Und was machen wir, wenn man tot ist? Es gibt kein Quick Save. Was? Save? Nö. Können wir da weitermachen? Wir können weitermachen, okay. Ohne irgendwelche Speichermodi ist ja auch ganz skurril hier. Ist ja kein Problem, wir haben alles im Bilde. So, ich dachte hier oben wäre was anderes. Also, hier mit Huhu geschrien? Komische Sache. Und ja, wir könnten das jetzt auf 16:9 irgendwie drehen oder so. Aber ich möchte es eigentlich gerne halten. Ich probiere mal es aus. Warte mal kurz, wir haben ja... Wir können es ja machen, ich muss nur kurz weg. Das ist ein bisschen blöd, denn das Ganze hier, ich muss schön einbauen. So. Ich habe jetzt auch mal die ganz gute Soße hier. Ich stopse mich hier kurz wieder ein, damit ich auch mich selbst höre und alles. Zack, so. Speichere das mal. Nein! Tolle Sache. Da verklickt man sich mal wieder und hat alles umsonst gemacht. Boah. So, da oben gibt es eine Darstellung. Ach, ne, guck mal, wir könnten den CTR-Filter hier und auch genau, wir sind einfach oben, so ganz klein. Das wollen wir nicht machen. Und die haben auch hier Demo-Modus aus, automatisch ausschalten, aus. Schon, können wir einhalten. Sprache, ich glaube, Deutsch ist ja gut für uns. Rechtshinweise, Anleitung. Ich glaube, wir brauchen gar keine Anleitung. Ich glaube, das schaffen wir ja schon. Komm, wir starten einfach wieder in einer guten Runde. Wieder genau gleich wie vorher. Ich dachte irgendwie, wir könnten das Bild jetzt irgendwie anpassen oder so, aber ist ja auch egal. Wir haben den ganzen Charme von 4:3. Ich weiß, ob das noch Leute hier, also die jüngeren Zuschauer uns wissen wahrscheinlich gar nicht, was das ist. 4:3 an sich, das war mal ein Standard, ein riesengroßer Standard. Also nicht das war mal ein sehr normaler Standard. Und auch in dieser Auflösung hier, das war vor mittlerweile über 30 Jahren, muss man hier anzuschauen. Und ich glaube, sehr viele wissen auch die Anfänge des Ganzen nicht zu schätzen, wie das auch mal angefangen hat. Muss ja auch irgendwie ja an... wieso können wir den... Ach, man kann ja nur schießen, wenn man
Genau, man kann nur schießen, wenn man wirklich 100% Leben hat. Oder hat, genau, hat, nicht hat, sondern hat. Und die sind auch alle Anfänger schon. So sahen damals Spiele aus. Und Zelda ist ein Vorreiter. Das war damals extrem geil. Ich bin da noch nicht noch mal 10.000 Jahre nicht auf der Welt, muss man mir mal zugestehen. Also, ich habe das nicht so gesehen live mit erleben können, wie es. Hey! Shit. Ich habe das nicht live miterlebt, wie das alles zum Start-Release war oder so. Das war für mich dann doch ein bisschen zu früh. Ich muss wieder zurück. Irgendwo gab es doch hier wieder ein bisschen Leben. Ich weiß gar nicht, wo das war. Man muss sich wirklich an diesem. Die Weltkarte ist übrigens oben links, ne? Also, wir sind jetzt an einem kleinen grünen Punkt. Und wenn wir nach oben gehen, schwappt das Ding über aus anderen großen. In einen anderen. Und wir gehen mal kurz einmal rüber. Okay, wir sind tot. Scheiße, das war Fail. Boah. Na gut, ich mach mal weiter, komm. Genas, das kennen wir nicht. Kennen wir nichts anderes. Wir machen einfach weiter. Guck mal, haben wir hier unten jetzt irgendetwas? Es könnte teilweise sein, dass hier unten irgendwie noch. Nee, okay, nur Feuer. Wir sind ja unten, ne? Und was wäre jetzt, wenn wir hier immer ganz nach rechts nachgehen? Gibt's da irgendwann mal auch ein Ende oder so? Oder ist das aber nur. Oh, scheiße. Leben. So, jetzt können wir da schießen, ne? Genau. Jetzt können wir wieder unser Schwert reinballern. Das geht nur, wenn wir volles Leben haben. Volles Leben heißt nicht 10.000, sondern 3. Das reicht auch allemal. Shit. Und ja, die Herzen werden ja weggehen. Aber wir räumen hier doch recht gut auf. Mit passiven Sachen immer noch am meisten hier. Hallo? Oh, Munchies! Hallo? Nein? Jetzt. Ja, genau. Wie soll man da rankommen? Mal kurz. Können wir den so holen? Nope. Das können wir dann nicht holen. Oh, aber wir gehen immer tiefer hinein in unser. In die Höhle. Oh, wie gibt's denn hier? Hat die Dame. Gut, wir sind irgendwie unbesiegbar geworden, keine Ahnung. Nein, ich will wieder runter. Nee, nein, das Ding kommt wieder. Oh, shit nochmal. Aber gut, jetzt haben wir hier. Nein! Kacke. Okay, jetzt können wir keine. Können wir nichts mehr schießen hier. Nein! Mach mal Hänge hier. Nein! Und alles. Mach mal von vorne. Wo starten wir jetzt? Ihr kennt es, am Anfang. Also, na gut, am Anfang ist es nicht hundertprozentig. Ich habe natürlich schon ein bisschen rumprobiert, sage ich mal so, auf gut Deutsch geduftet. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir fangen da an, wo wir mal aufgehört haben, ne? Da kennt man ja von früher, beziehungsweise auch von heute. Ich finde nicht so einfache Spiele gehen wie heutzutage, sind ja wirklich nur noch Quicksave und hast nicht gesehen und tralala. Ich finde, das sollte wieder ab von dem Ganzen abkommen und nicht mehr alles immer noch Quicksave sein. Das soll immer noch, ich sag mal, es sollte wieder ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr an der ganzen Sache. Komm jetzt so rum. Man sollte wieder ein bisschen gefordert werden, nicht immer alles Quicksave. Sorry, wenn ich gerade so forsch bin, aber ich finde es dann teilweise doch extrem. Matt! Bam, 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 bam. Aber mach das nicht! Oh, ich fahre nicht mehr zurück, das ist ein bisschen doof. Akkurate Spielweise kann man hier doch nicht ganz so erwarten, ne? Und ich frage mich doch, wenn wir hier das.
mal Startet klicke. 56! Wir haben also mehr und wieder normales Leben. Boah, das ist ja super hier. Wir probieren es mal links. Wir probieren halt mal mit links nach links gehen. Denn ich will hier mal ein bisschen weiterkommen. Klar, ich kann jetzt nicht von 5 Minuten Gameplay hier erwarten, dass wir hier plötzlich irgendwo, weiß Gott, wo der Geier sind. Aber ein bisschen Nostalgie in Nostalgie-Schämen ist doch mal ein bisschen angenehmer. So. Ach, Zelda. Und vor 2 Tagen war es ja Kirby. Ach, wie schön eigentlich die Welt noch früher noch war. Die Welt war unbesonnen, unerhelligt. Komm, auch. Wo ist denn der? Nein! So. Nein! Mann! Böse Kreaturen. Oh. Ich frage mich, wo Ganon sein Wesen treibt. Das im Wasser kann unmöglich Ganon sein, oder? Die können wir beschießen, die können wir! Ach, wenn sie nicht fliegen, wenn sie einfach auf dem Boden sind. Okay, alles klar. Oh, nein! Sauber! Nein, ich will nicht wieder... Oh, boah. Von wenigstens über die Grenze sehen dürfte, wo was ist. Aber so ist ja gar nichts. So, mal. Wow. Okay, da haben wir leider keine Chance. Links von der ganzen gute Schüssel. Boah, Kinder. Das ist schon eine Weile. Komm mal hier. Was ist das? Oh, nee. Ich will nichts kaputt machen. Echt nicht. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen nach oben gehen. In dieser Session, wir gehen mal noch ein bisschen nach oben. Um zu schauen, wie sich hier so behält. Oh, Feen, was heißt ja immer etwas Gutes. Wir müssen auch ein Glas haben, wo wir die Feen einsperren können. Das ist ein Problem und das haben wir einfach noch nicht. Das haben wir nicht in unserem Inventar. Wir haben ja Slot A und Slot B. Und Slot A haben wir unsere Waffe. Unsere sexy Waffe hier. Unsere sexy hexy Waffe. Und alles andere haben wir leider noch nicht. Ich weiß auch nicht gerade bei Trost, wo ich das Ding hernehmen soll. Das ist eine Sache, die ich nicht weiß. Oh. Kann ich auch nicht gerade nicht erzählen, also wirklich, ich kann das nicht. Oh nee, Strand will ich sein. Da will ich wieder Legend of Zelda Breath of the Wild spielen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Nee, ich will auch Assassin's Creed spielen. Ich glaube, nachher mache ich noch kurz eine Runde Assassin's Creed. Da werde ich mich wieder freuen über die Pixel-Brei-Sensation. Ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit. So. Ja, sind wir wieder an einen Strand, an einen schönen, wunderschönen Strand und wir sind wieder gestorben. Ich glaube, das ist nicht für mich. Wir können nochmal starten, aber ich sag euch jetzt schon, das ist nicht für mich. In dieser Höhle haben wir auch nichts außer brennende Felder und wenn wir hier, wir können nicht weiter. Guck mal, wir laufen, das geht nicht weiter. Wir können ja auch hin schießen, das funktioniert auch nicht. Müssen wir irgendwie Elfen hier reinbringen? Also, die kleinen Elfchen da? Wo wir mit nichts einfangen aus unserer Hand? Oder wie ist das jetzt? Ah! So, komm ran! Och, wir gehen mal rechts. Waren wir rechts? Ich glaube, wir waren rechts schon. Ja, klar waren wir rechts schon. Alles ein bisschen, ich sag mal so. Klar, von damals her gesehen, alles ein bisschen gleich aus. Es geht ja gar nicht, dass wir so einer großen
Gelegenheit alles abstimmen können. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen gleich aussehen. Aber sie haben es mit kleinen Elementen doch geschafft, mit so wenig Speicherplatz wie damals zur Verfügung war, auch grafisch gesehen. Das war schon, muss ich gestehen, ein Wunder damals. So, jetzt bist du in der Reihe, ne? Kuckuckslan hier. Shit. Mann. So, ich arbeite dran hier. Kuckuck. Nein. Das war falsch. Nein, oh Mann! Shit. Ich kann ihn nicht umbringen! Unmöglich! Oh, hallo! Oh, jetzt doch! Jetzt! Fick dich ins Knie! Oh. Nein! Es ist. Oh. Oh, gut, dann eben. Oh. Meine Freunde, es war mir eine Ehre, mit euch durch die Zeit zu gehen. Ich bedanke mich doch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Übrigens, ich habe den Spielstand hier 11-mal neu geladen. Was war das für eine Ehre? Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde. Bis dann. Ciao und tschüss.